Ja, herzlich willkommen zur Ziehung des Setzlingsquiz vom Februar 2012. Wir haben gespielt im Forum und auf der Hauptseite. Im Forum gab es insgesamt 22 Gewinner, die den richtigen Tipp von 7 Zitronenbäume abgegeben haben. Und aus diesen 22 richtigen Tipps ziehen wir jetzt einen Gewinner. Alle Namen sind hier schon auf dem Glücksrad und da drücken wir jetzt direkt mal drauf. Das geht auch fix und gewonnen hat 300 Tulpkugeln Pio 580 aus dem Forum. Herzlichen Glückwunsch. Die Tulpkugeln bzw. den Paysafe-Gutschein stelle ich jetzt gleich umgehend zu. Dann haben wir noch eine weitere Ziehung. Auf der Hauptseite haben wir gefragt, wie viele Kuhmilchbäume werden aus 60 Setzlingen kommen. Und es waren insgesamt 0. Und es haben nur 21 Leute richtig getippt. Die 21 Leute füge ich jetzt mal in das Rad ein. Da sind sie auch schon. Und dann ziehen wir auch sofort den Gewinner von 300 Tulpgulden oder einer Paysafe-Card von 10 Euro und ab. Und gewonnen hat Lukasebi oder wie man es auch immer ausspricht. Paysafe-Card 10 Euro geht zu dir, hau ich gleich raus in den nächsten mal 10 Minuten, denke ich mal. Wir wollten ja eigentlich einen Livestream machen, leider hat das hinten und vorne nicht funktioniert. Bin die Nacht dann auch noch ein bisschen krank geworden, hatte da nicht die Energie, heute noch groß zu gucken. Denkt mal, das merkt man vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Ja, wir werden den Livestream auf jeden Fall noch in Gang bringen. Ich denke mal, da werden wir einen eigenen Server für aufsetzen, vielleicht für den Livestream, weil die ganzen Anbieter, die gefallen mir nicht so. Und Own3D ist zwar ganz gut, aber die haben nur eine Software für Windows und ich habe leider hier nur Mac-Rechner. Und die Software läuft nicht in einer virtuellen Maschine. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Im Endeffekt, leider ging es nicht mit dem Livestream. Entschuldigung dafür. Dafür werden wir uns dann auch mal revanchieren. Ja, herzlichen Glückwunsch zu den Gewinnern. Die Paysafe-Karte haue ich gleich raus. Und in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde gibt es dann auch die Gewinner der Farmbewertung und den Monatsgewinner. Der Monatsgewinner gewinnt ja 25 Euro insgesamt. Das sind, ach, wie viele Tulpkugeln sind das? Weiß ich gar nicht. 750, oder? Ja, 750 Tulpkugeln. Mein lieber Scholli. Na gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich im Livestream. Ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Joiner. Kaffee, schmeckt der Knochen? Super.